Schulkonzerte machen wahnsinnigen Spaß. Nämlich sowohl uns wie auch den Besuchern, wie den Kindern, wie den Schülern, auch den Lehrern. Es ist immer eine super Stimmung. Die Haslacher Musikstiftung ermöglicht uns, die Schulkonzerte in dieser Bandbreite überhaupt erst zu machen, weil der Aufwand ist schon beträchtlich. Mir hat besonders gut gefallen der große Saal durch seine tolle Akustik und dadurch, dass man sehr gut saß und alles gesehen hat, egal wo man stand. Tatsächlich mein erstes Mal und ich fand es sehr imposant, also sehr schön. Hier sieht man nochmal einen Ausblick auf den Hafen und so weiter. Also echt mal Hamburg ein bisschen von der anderen Seite, wie man es noch nicht so quasi von oben gesehen hat. War echt sehr schön. Das war schon eine sehr, sehr große Auflage, die sie da geboten haben. Dann diese vielen Wechsel, die vielen Themen. Ich gehe schon öfter in klassische Konzerte, aber das war schon ziemlich anders, weil wegen diesen modernen Elementen, die da drin waren. Die Schulkonzerte werden von uns entwickelt. In sehr kleinteiligen Schritten. Also wir überlegen uns, wie können Inhalte für erste, zweite Klasse aussehen. Und dann gibt es Produktionen, die für dritte, vierte Klasse geeignet sind. Für mich sind Kinder genauso ein Publikum, wie es Erwachsene sind. Die sind halt jünger. Das heißt, ich sehe das nicht als die Aufgabe, mit diesem Konzert sie irgendwie zu einem guten Konzertpublikum zu erziehen, sondern erstmal nehme ich sie als Publikum von heute ernst. Also auch in der neuen Saison führen wir quasi das Konzept fort. Das ist einerseits für die jüngeren Schulklassen kleine, komplette Produktionen gibt und im großen Saal Orchesterkonzerte vor allem, einerseits von Hamburger Orchestern, auch von Jugendorchestern, aber auch von professionellen Orchestern, die am Abend für das zahlende Publikum auftreten, die dann ein spezielles Programm für Schüler machen am Vormittag.